Hallo und willkommen zurück bei Dark Souls. Ich habe mich entschieden, erstmal keinen Covenant unbrauchbar zu machen. Dann wollen wir mal alle durchgucken am Ende, würde ich sagen. Wird auch dazu. Das heißt, die Chaos jetzt lässt erstmal im Leben. Ich glaube, Becher so. Becher so. Ich würde sagen, wir gehen dann mal alle Covenants durch. Allerdings, wenn wir töten werden, ist Priscilla. Der braucht halt eine Rüstung mit hoher Blutresistenz. Lederrüstung 23. Götterrüstung. Hier 32. Wir kommen mit Grün noch im Set. Oh, 43 der Schwarzeisenrüstung. Gut, gut. Shit. Ah gut, ich speichere den Punkt, wo ich bin. 35. Ja, ist eine Rüstungsschätzung ganz gut. Havels Rüstung. Kann ja nicht einziehen, hab keine Kraft. Ne, wir haben schon ein ziemlich gutes Blutresistent, würde ich sagen. Gucken wir mal. Oh ja, 177. Damit können wir gut auskommen. Macht die nur Gift? Ne, nur, ja, nur Gift. Ja, wäre das hier. Das wäre so geil. Nach euch halt 50 Stärke, um das tragen zu können. Und es wiegt halt auch bestialisch viel, ne? Ein schwarzes Ritterschild wäre noch cool. Wird den hier anziehen dann für den Kampf? Ja, das ist ein Plan. Den schaffen wir. Ja, alles einfach gesehen, bevor ich in das neue Spiel übergehe. Aber wir können ja noch den einen Kampf, der, ich verliere jetzt gnadenlos, weil wir nicht mehr rauskommen, bis wir die besiegt haben. Ah, ich habe schon gesehen, die mit weniger Gier sie bewegt haben, also das ist nicht das Problem. Es gibt auch einen viel einfacher Weg, die ganzen Phalanken zu besiegen, aber ich habe die Waffe, ich kann sie nicht tragen. Sollte drin sein, ihn zu holen. Aber wir haben Lord Vessel, ne? Wir können wieder rausporten, wenn es schief geht, glaube ich. Ach ne, man kann überall hinporten. Ne, man kann von überall wegporten, an einem gewissen Punkt hin. So war das. Vergessen, Pfeile zu kaufen. Mein Fail.
ausweichen. Na, Ritter? So nicht. Ah, der droppt immer eine große Scherbe. Gut zu wissen. Will noch was? Nein. So, mal schauen, ob wir es schaffen. Hm? Wenn nicht, sind wir am Arsch, wenn wir nicht mehr rausporten können. Ich weiß allerdings nicht. Aber wir nehmen doch, glaube ich, erstmal das Blutschild. Es hat zwar weniger Haltung, aber der Special-Effekt ist 15% weniger Blutungsabbau. Das können wir gut gebrauchen gegen den Kampf. So, müssen wir in den Schnee laufen. Au. Wir wollen ihren Schwanz abhauen. Oh. Ah, nicht geschafft. Schade. Tut mir ja leid. Schade, wir machen zu viel Schaden und haben den Schwanz aufgehauen. Hm. Ah, ich hätte keine Lust gehabt, neu zu starten. So ein Schild an. Bisher das Dagger ist ein ziemlich starkes Item, aber eh nicht mein Fall. Also jetzt nicht so schlimm, dass wir es nicht jetzt den Modus geholt haben. Ich nehme es sogar einfacher auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, weil wir da mehr HP haben zum Schwanz davon. So, also die K6 möchte ich noch nicht töten, weil braucht man noch. Das Viech in Anodon oder geben, die brauchen wir nicht. Da kann man auch eine Feuerhüte Seele abholen. Wir können das Puppe. Ja, die Beine bin ich eh wie ein Arsch. Also kann man sie rumhauen, ne? Ah, okay, man kann doch nur an Orte hin, aber nicht zurückporten. Dann würde ich sagen, wir entsündigen uns mal. Und es geht dann direkt in Chaos vorbei, ne?
Das Schwert ist OP. Okay. Und jetzt nach dem Blitzspeer abgereitet, damit ich zwei verschiedene Waffen habe hier. Also wir brauchen den Blitzspeer, der macht auch gut Schaden. Und ich muss mir wahrscheinlich noch einen. Nee, die brauchen wir noch upgraden, können wir die auf eine Ascended bauen. Das brauchen wir gegen die Geister. Weil ich kämpfe gerade diesen Curse aufzubauen. Der schießt ein bisschen schief, so um zu treffen. Ach, scheiß drauf. Kommt davon, wenn man dann vergisst, wie organisiert. Hier könnte man große Scherben sein. Schön. Unnötig. Die halten zwei Attacken aus. Hey. Tja, es ist nur die Frage, wie wir da oben an die Seele rankommen. Das überprüfen wir jetzt ein bisschen, ne? Ich würde sagen, wir gehen kurz zum Riesen, unsere Seelen ausgeben.
erstmal auch keine Bedenken haben. Oh, ich brauche mich nochmal zur Chaos. Ich habe so ein Upgrade in meine. Ja, schon, wir porten uns kurz zur Chaos-Exe upgraden und dann kommen wir zurück. Dann nehme ich. Läuft bei hier unten. Also, so kleinen Fall so viel Schaden, das ist natürlich hart. Blöde Schwerkraft. Man schrieb euch die Rechnung. Ja, wo ich wollte mal ein bisschen kürzer sein, aber es ist wie Sinn, dass die Leute quasi so 20 Minuten am Stück putte mal Zeit, um das anzugucken, aber so 45 Minuten, das ist schon besser. Vor allem, wenn ich die ganze Zeit rumfähle. Muss ich euch ja nicht antun. Ne? Nee, mein Kommen will ich nicht brechen, nicht über diesen Weg. So, wenn wir nachher rauslaufen. Mal gucken, was das kostet. Lauf. Ja, der Kampf war cool. Die hätte mit den Feuerwaffen ziemlich Probleme gehabt. Die Einheit, die er umgehen haben möchte, ist die andere Version von ihrer Waffe. Ist schön dunkel hier. Ah ja, wir bluten eh gleich. Ich hab keine Lust, das Geld umzuziehen. Bin eh schon vergiftet. Bringt nix. Muss nur runterkommen, dann stirbst du. Truth be told. Jetzt kann man sie ascenden. So, wollen wir noch einen Zauber haben? Feuerkugel. Ja, es nervt mich, ich fange einfach ganz zu lernen. Große Waschen. Now go. Whatever you do, do not crack and go home. Oh,
Feuer kann man normal nicht verfeuern. So. Ach, mal Amarondo. Lass mal gucken, was verpickst du mir denn Schönes? Very auspicious. I pray that through you. Have you heard of Seath the Scaled? In legend, he turned against the ancient dragons. He became Lord Gwyn's confidant, was granted dukedom, and was allowed to pursue his research. At the Regal Archives, he immersed himself in research on scales of immortality. The one thing that he did not have. But his very research drove him mad. The Archives became a dungeon, a place for sinister experiments. Now, nobody dares even approach the Duke's forbidden archives. It looms over this land, high atop the mountain. But I should warn against even an approach. Okay, das ist nicht nützlich in der Hinsicht. Allerdings, ihr müsst mir erlauben, dass ich kurz nachschaue, ob die doch irgendwo nützlich noch ist oder mich irgendwas verbaut. Deswegen, vielleicht tschüss für heute, bis zum nächsten Mal und dann wissen wir, ob wir sie umbringen dürfen oder nicht. Also dann, bis gleich oder morgen oder so. Tschüss.